Ich freue mich sehr, heute da zu sein mit Barbara Sabitzer von der Johannes Kepler Universität Linz und der Abteilung für MINT-Didaktik. Und wir werden heute sprechen über fächerintegrativen und fächerübergreifenden Unterricht mit digitalen Technologien an Österreichs Schulen. Ich als Hochschuldidaktikerin habe da ja jetzt nicht so den konkreten Bezug zu den Schulen. Und da freue ich mich jetzt sehr, Barbara, dass du dir Zeit genommen hast, heute ein bisschen zu erklären, was denn die Unterschiede zwischen den Begriffen sind und wie das vor allem auch in der Praxis aussehen kann, wie uns da digitale Medien unterstützen können. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über dieses Thema reden zu dürfen, weil ich selbst ein Mensch bin, ein Lehrer war für 20 Jahre, der gern interdisziplinär unterrichtet hat. Meine Fächerkombination, 3 Fremdsprachen, Informatik und etwas Psychologie. Und von daher war mein Unterricht auch immer fächerübergreifend. Es gibt so verschiedene Begriffe rund um dieses Thema, die teilweise unterschiedlich verwendet werden. Fächerübergreifender Unterricht wird vor allem in der Umgangssprache einheitlich verwendet und bezeichnet alle Formen von Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fächern. Es gibt dann natürlich Spezialisierungen noch. Also man hört Begriffe wie interdisziplinärer Unterricht, wenn eben mehrere Disziplinen zusammenarbeiten, fächerübergreifend, wenn mehrere eigenständige Fächer miteinander arbeiten und die eigenen Ziele verfolgen, gemeinsam vielleicht ein Projekt durchführen, ein gemeinsames Produkt erstellen. Fächerverbindender Unterricht, wo auch die eigenständigen Fächer bestehen bleiben und Themen aus verschiedenen Perspektiven bearbeitet werden. Und dann fächerintegrativer Unterricht, der eine Spezialform darstellt, weil man dabei ein Fach in ein anderes integriert. Das ist so eine Art Two-in-One-Beispiel. Ich unterrichte Spanisch und lasse meine Schüler Vokabellisten in Excel erfassen, erkläre gleichzeitig auch Inhalte aus dem Wirtschaftsinformatikunterricht, wie man nämlich mit Excel umgeht, wie man einen Vokabeltrainer programmiert mit verschiedenen Funktionen. Das wäre eigentlich Stoff aus dem Informatikunterricht, aber ich bringe ihn, da ich ihn beherrsche, auch im Spanischunterricht. Das wäre ein fächerintegrativer Unterricht. Das finde ich jetzt ganz besonders spannend in der Debatte rund um Kompetenzen, dass man nicht mehr so klassisch in diesen Schulfächern denkt und den Schülerinnen und Schülern auch mitgibt, dass diese Dinge ja auch im realen Leben natürlich ineinander greifen, integrativ sind und dass man so die Kompetenzen erweitern kann. Das Leben besteht auch nicht aus Fächern. Nein. Und, das heißt, der ideale Weg in der Schule wäre ja auch, vom Leben auszugehen, von Problemstellungen auszugehen und dann das zu lernen, was man braucht, um diese Probleme zu lösen. Also Problem-Based Learning. Genau. Also da passt dann wahrscheinlich auch der kompetenzorientierte Unterricht hinein. Und dann vielleicht die Erstellung, so wie du gerade gesagt hast, von digitalen Lernprodukten, wie zum Beispiel das Programmieren eines Vokabeltrainers. Welche anderen Beispiele kann man da nennen? Was fällt einem da noch ein? Ja, da gibt es sehr viel. Im Grunde kann ich Technologien auf allen Ebenen verwenden, wenn es um Unterricht geht, sei es als Lehrer selbst jetzt in der Vorbereitung, bei der Recherche, bei der Erfassung aller Noten und sonstiger Informationen, Gestaltung von Unterrichtsmaterial etc. Und dann im Unterricht selbst. Und so nebenbei erweitern Sie auch Ihre digitalen Kompetenzen, den Umgang mit den Technologien, aber auch, wenn man will, den Blick dahinter im Sinne der neuen digitalen Grundbildung, ein neues Pflichtcurriculum in Österreich für die Sekundarstufe 1, wo es um Themen geht wie technische Problemlösung, Computational Thinking, also informatisches Denken, auch Programmieren oder auch Themen wie Daten- und Informationssicherheit. Wie kann man sich das so in der Praxis dann noch vorstellen? Was müssen Lehrerinnen und Lehrer da wissen? Worum geht es da eigentlich? Ja. Die digitale Grundbildung, also das Curriculum und die Umsetzung, ist wirklich ein ideales Beispiel für fächerübergreifenden und fächerintegrativen Unterricht, weil man damit beides machen kann. Die Inhalte sind praktisch aus dem Bereich IT, Technologien, Informatik zum Teil, aber auch gesellschaftliche Aspekte wie Sicherheit und so weiter. Und
Die könnten in einem eigenen Fach unterrichtet werden. Wenn das der Fall ist, heißt das Fach vielleicht Informatik oder digitale Bildung und kann durchaus mit anderen Fächern zusammenarbeiten. Das heißt, ein Beispiel für fächerübergreifenden Unterricht wäre dann das Fach digitale Bildung. Bietet die Inhalte, wie man mit Technologien umgehen kann, wie man Materialien in einer Lernplattform sammelt, wie Schülerinnen und Schüler mit einfachen Tools wie zum Beispiel Learning Apps eigene Rätsel und Aufgaben erstellen können. Das zeigt das Fach digitale Bildung. Und wenn es jetzt ein fächerübergreifendes Projekt zum Beispiel gibt mit dem Englischlehrer und dem Geschichtelehrer, dann könnten jetzt Wortschatzaufgaben oder Textverständnisaufgaben aus dem Englischunterricht mithilfe dieser Learning Apps aufbereitet werden oder eben Geschichteunterricht, geschichtliche Themen in englischer Sprache und das Ganze dann vielleicht als Webseite aufbereitet werden, dann wäre das ein schöner fächerübergreifender Unterricht. Mhm. Ist da aber dann nicht eine Herausforderung auch das Benoten? Ja, genau. Das Benoten, die Bewertung ist definitiv, die ist sowieso immer eine Herausforderung, weil was ist gerecht und wie benotet man wirklich, was benotet man? Mhm. Das ist schon klar, aber insgesamt ist die Benotung schwierig, ja, genau. Mhm. Da ist es dann so, dass sich die Lehrer absprechen, dass sie vielleicht gemeinsam die Ergebnisse besprechen, eher verbal beurteilen und dass dann in jedem Fach die gleiche Note wahrscheinlich in die Bewertung einfließt. Und ich glaube, der große Unterschied zwischen fächerintegrativ und fächerübergreifend oder verbindend ist wirklich der, dass beim fächerübergreifenden und verbindenden unterrichtet jede Lehrerin die eigenen Fächer. Mhm. Im fächerintegrativen Unterricht unterrichte ich über mein Fach hinaus. Also ich bin geprüfte Englisch- und Italienischlehrerin zum Beispiel, kann aber, weil es mich interessiert, selbst programmieren. Also kann ich einen Teil des Lehrplans digitale Grundbildung, nämlich Einführung ins Programmieren, Algorithmen, Codierung etc. selbst umsetzen. Das mache ich im Englischunterricht oder im Französischunterricht am Beispiel von verschiedenen Aufgaben, Beispiel aus meinem Französischunterricht und aus meinem eigenen Französischbuch, Wiener Walzer auf Französisch. Im Kapitel Wege beschreiben. Wir haben verschiedene Zeichen verwendet, Schritte mit Pfeilen und so weiter. Der Männerschritt ist bildlich dargestellt. Schülerinnen und Schüler müssen den einmal auf Französisch beschreiben. Also wie gehe ich vor, wenn ich jetzt als Mann Wiener Walzer tanzen muss? Wie bewege ich mich? Rechts, links, zurück, vor. Ja. Daneben eine Spalte frei für den Damenschritt. Also muss ich jetzt umdenken, muss auch den Damenschritt beschreiben, schreibt das dann vielleicht noch in ganzen Sätzen hin, ist Sprachunterricht. Mhm. Aber ich erkläre dazu, weil ich es weiß, das, was wir da machen, ist im Grunde Codierung, ein Konzept aus der Informatik, wo ich Bedeutungen auf eine andere Art und Weise darstelle. Also statt bitte, lieber Mann, geh zuerst zurück und dann nach links, habe ich einfach nur zwei Pfeile, geht viel schneller. Ich habe drinnen das Konzept der Algorithmen, also so Ablaufplanungen, Arbeitsanweisungen, Schritt für Schritt folgen. Das ist ein Algorithmus und das ist eigentlich die Basis fürs Programmieren, das ich dann im Informatikunterricht brauche. Das heißt, ich habe meinen Teil an der digitalen Grundbildung, Computational Thinking, bereits fächerintegrativ umgesetzt, mit dem Ziel, Französisch zu lernen und nicht mit dem Ziel, Informatik zu lernen. Mhm. Das wäre so typisch fächerintegrativ. Was eine gute Strategie wäre für all jene, die sich vielleicht von algorithmischem Denken und Computational Thinking einmal abschrecken lassen. Die haben jetzt, ich gehöre vielleicht zu solchen Menschen dazu, im ersten Moment gerade was gelernt, mit Wiener Walzer Computeralgorithmen erklärt. Gut, vielleicht abschließend noch die Frage, jetzt haben wir von Herausforderungen vorher gesprochen, in Bezug auf vielleicht Benotung, vielleicht für manche ist Teamteaching eine Herausforderung, da muss man sich natürlich auch erst arrangieren und abstimmen. Gibt es noch andere Herausforderungen, die dir so aus der Praxis bekannt sind? Ja, definitiv. Die ganze Schulorganisation, die Rahmenbedingungen.
Das ist jetzt von Schule zu Schule verschieden. Es geht in Volksschulen zum Beispiel leichter, fächerübergreifend oder integrativ zu arbeiten, weil es einfach nicht so viele Fächer gibt und ein Lehrer oder eine Lehrerin fast die ganze Woche in der Klasse ist. Das geht einfach leichter. In den neuen Mittelschulen ist es auch wieder, es ist ein bisschen schwieriger, aber doch auch noch einfacher, weil das auch vom Curriculum her gefordert wird und durch die verschiedenen Gruppen, die sich da bilden. Die müssen praktisch zusammenarbeiten, da muss man viel mehr fächerübergreifend arbeiten. Aber in den AHS, in den höheren Schulen, wo im Stundentakt die Fächer wechseln, wo so viele verschiedene Lehrer sind, jeder hat zwei Fächer, wandert von einer Klasse in die nächste, das sind keine Rahmenbedingungen für guten fächerübergreifenden Unterricht. Das heißt, da ist einerseits die Administration gefordert. Wie kann das von der Organisation her gestaltet werden, dass so ein fächerübergreifender Unterricht gut möglich ist? Das heißt, man könnte sagen, wie es aus meiner Praxis jetzt weiß, an der HLW in St. Veit, eine Projektwoche, in der in den Klassen, die mitmachen, der Unterricht aufgelöst ist. Das heißt, die Lehrer gehen im gleichen Stundentakt wie immer in die Klasse, aber die Schüler arbeiten an einem großen Projekt und können das machen, was sie wollen, jetzt unter Anführungszeichen, was zum Projekt passt. Ja. Jetzt kann es natürlich passieren, dass gerade der Geschichtelehrer drin steht in der Klasse und die Schüler arbeiten jetzt am PC und wollen dringend was fertig machen, jetzt haben sie aber nicht die richtige Ansprechperson, die weiterhelfen kann bei technischen Problemen. Das sind dann da die Herausforderungen. Meistens ist es aber so, dass man sich im Lehrerkollegium abspricht. Das heißt, man sucht sich die Kollegen, mit denen man gut zusammenarbeitet. Man spricht sich über Themen ab und sagt, ich möchte im Unterricht jetzt das machen. Der Nächste sagt, ja, das passt bei mir auch dazu. Und dann schaut man halt, dass man in den Stunden, wo diese Lehrer drin sind, wirklich an den Projekten arbeitet. Eventuell den Schülern anbietet, einen gemeinsamen Nachmittag oder so zu machen, wo sie dann Fragen stellen können, Probleme aufbereiten können und so weiter. Also das, die Zeit, diese Stundenteilung ist sicher problematisch. Und dann kommt es natürlich auch so, dass andere Lehrer oft nicht unbedingt Rücksicht darauf nehmen. Schularbeitentermine, die verschoben werden müssen, weil ein Lehrer krank ist, jetzt kommt er eine Woche später und genau da wollte ich mein Projekt machen, geht dann nicht mehr. Dann der Druck, Notendruck zum Beispiel, oder jetzt mit der standardisierten Reifeprüfung in der Oberstufe. Je näher man der Matura kommt, desto schwieriger ist es, Lehrer zu gewinnen, gemeinsam Projekte zu machen, weil sie sagen, ich muss mich auf die Matura vorbereiten, ich muss die Schüler vorbereiten und habe keine Zeit für irgendwelche extra Themen. Und das finde ich total schade. Das ist natürlich ein Wermutstropfen bei dem Ganzen. Ja. Also das sind schon Herausforderungen. Was ich jetzt auch so rausgehört habe, ist, dass das didaktische Konzept natürlich das Um und Auf ist, so wie in den meisten Settings, dass die Kommunikation unterm Lehrkörper ganz wichtig ist. Ja. Und das nehme ich auch für mich jetzt mit, dass es möglich ist, solche fächerintegrativen Einheiten und fächerübergreifenden Projekte natürlich auch nicht über das gesamte Semester oder das gesamte Schuljahr zu machen, sondern vielleicht auch in konzentrierter Form einen Abschnitt von ein paar Wochen sozusagen, wo man dann den Schülerinnen und Schülern auch sagen kann, so funktioniert Projektarbeit. Danke für die Ausführungen, danke für die tollen Beispiele. Hoffentlich ein bisschen Motivation für angehende Lehrerinnen und Lehrer, das vielleicht auch einmal auszuprobieren. Ja, definitiv. Das möchte ich jetzt am Ende noch mit auf den Weg gehen, dass alle Lehrer und Lehrerinnen wirklich alles ausprobieren sollen. Und wenn sie etwas ausprobieren und es geht daneben, dann sollen sie es unbedingt in einer anderen Klasse noch einmal ausprobieren. Denn Schüler sind unterschiedlich, Klassen sind unterschiedlich. Man muss sich einfach nur trauen. Manchmal geht etwas daneben und dann das nächste Mal geht es dann wieder gut. Genau. Vielen Dank, Barbara. Kreativ sein. Danke gern. Dankeschön.